Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zum dritten und letzten Teil unserer kurzen Serie dazu, wie man Frequenzspektra mit einem Smartphone aufnimmt. Heute schauen wir uns die Drehzahl eines Motors und einer Festplatte an und sprechen über den Alias-Effekt und wie der eure Messungen versauen könnte. Nachdem wir uns das Audiospektrum und das Magnetfeldspektrum angesehen haben, geht es heute um das Beschleunigungsspektrum. Falls ihr die anderen beiden Videos noch nicht gesehen habt, lohnt es sich, diese vorher anzuschauen, weil da geht es wirklich um ein paar Grundlagen, damit ihr wisst, worum es hier heute geht. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Beschleunigungsspektrum nicht so viel anders als die anderen beiden, außer dass es statt des Mikrofons und des Magnetometers jetzt den Beschleunigungssensor als Grundlage nimmt. Und das bedeutet, dass es echt gut darin ist, Vibrationen aufzunehmen. Beginnen wir mit einem Verbrennungsmotor. Dieser treibt euer Auto mit einer schnellen Reihe von internen Explosionen an. Das heißt, dieser Motor ist laut, stinkt und natürlich vibriert er. Und die meisten Autos haben praktischerweise ein Drehzahlmesser, mit dem wir unsere Werte vergleichen können. Aber dabei müssen wir zwei Kleinigkeiten beachten. Zum einen geben wir bei Motoren die Drehfrequenz in der Regel nicht in Hertz an, was pro Sekunde bedeuten würde, sondern in Umdrehungen pro Minute. Aber das ist nur ein Faktor 60, den wir bedenken müssen. Das andere Detail ist, dass es noch einen Faktor zwischen der Vibrationsfrequenz und der tatsächlichen Drehfrequenz des Motors gibt. Der Grund dafür ist, dass ein Motor aus mehreren Zylindern besteht, die nicht zur selben Zeit zünden. Der Motor hier zum Beispiel ist ein typischer Vierzylinder-Reihenmotor. In diesem zünden die Zylinder nacheinander und jeweils zwei Kolben bewegen sich parallel, was einen Faktor von 2 ergibt. Seid also nicht überrascht, wenn die Vibration in eurem Auto ein Vielfaches der tatsächlichen Drehzahl des Motors entspricht. Dieselbe Methode können wir übrigens auch verwenden, um die Drehzahl einer Waschmaschine zu prüfen. Und hier sollte auch kein Faktor auftreten, denn die Vibration ist einfach das Ergebnis der unvermeidlichen Unwucht der Wäsche in der Trommel. Okay, nun gucken wir uns noch ein letztes Beispiel an. Eine Festplatte. Keine SSD, sondern das gute alte Modell mit der drehenden Scheibe drin. Wenn ich mein Handy darauf lege, sehen wir sofort eine Frequenz von 120 Hz, was mit dem Faktor 60 der Herstellerangabe von 7200 Umdrehungen pro Minute entspricht. Außerdem können wir wunderbar im zeitlichen Verlauf sehen, wie die Scheibe nach dem Einschalten schneller wird. Aber hier kommt was Seltsames. Wenn ich ein anderes Handy auf die Festplatte lege, sehe ich ein anderes Ergebnis, nämlich 20 Hertz. Warum ist das so? Das ist der sogenannte Alias-Effekt und er hängt von der Samplerate des Sensors ab. Mein Pixel 3 hier hat eine Samplerate von 400 Hertz. Für das Vibrationssignal von der Festplatte mit 120 Hertz bedeutet das, dass etwas mehr als 3 Datenpunkte pro Drehung zur Verfügung stehen, um diese Vibration zu erfassen. Wenn mein Handy stattdessen eine Samplerate von nur 200 Hertz hätte, stünden dafür nicht mal 2 Punkte pro Umdrehung zur Verfügung. Und wir können nie die tatsächliche Vibrationskurve sehen, sondern immer nur Momentaufnahmen der Beschleunigung zu den Zeitpunkten, an denen der Sensor tatsächlich gemessen hat. Und in diesem Beispiel hätten genau diese Punkte auch durch ein Signal mit 80 Hertz erzeugt werden können. Die Vibration ist eine andere, aber wegen der kleinen Samplerate können wir sie nicht unterscheiden. Das ist auch der Grund, warum das Spektrum immer nur bis zur Hälfte der Samplerate des Sensors geht. Jede höhere Frequenz würde genauso aussehen wie eine kleinere wegen des Alias-Effekts. Bei diesem Handy hier ist es sogar noch schlimmer. Das hat nämlich nur eine Samplerate von 100 Hertz und es kann also nicht einmal die 80 Hertz auflösen. Stattdessen sieht das 120 Hertz Signal für dieses Handy aus wie ein 20 Hertz Signal. Also, was ihr bei Frequenzspektren im Hinterkopf halten müsst, ist, dass sie sehr irreführend sein können. Manche Handys nutzen intern sogar eine höhere Samplerate und filtern diese höheren Frequenzen. Aber sehr oft werden höhere Frequenzen einfach falsch dargestellt und sehen trotzdem aus wie eine korrekte Messung. Wie zum Beispiel in dieser Messung eines Nutzers aus den USA. Er hat eigentlich erwartet, die 60 Hertz zu sehen, die im amerikanischen Stromnetz üblich sind, und stattdessen sah er 40 Hertz. In diesem Fall wird sein Magnetometer wohl mit einer Rate von 100 Hertz gearbeitet haben. Das war's auch schon mit unserem Dreiteiler. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr über unsere kostenlose Open Source App lernen wollt, VFox, und Experimente, die ihr mit dem Smartphone machen könnt, geht auf vfox.org. Falls ihr uns unterstützen wollt, auf die eine oder andere Weise, schaut euch vfox.org/beitragen an. Da haben wir eine Liste von Dingen, die uns wirklich helfen würden. Also, guckt euch diese Links in der Videobeschreibung an. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald in einem anderen Video.